So, und jetzt müssen wir mal Tacheles reden, denn das ist nicht ganz koscher. Das sind für uns eigentlich ganz normale deutsche Worte. Sie stammen aber tatsächlich aus der Sprache der Juden. Nur was wissen wir eigentlich über unsere geheimnisvollen jüdischen Nachbarn hier in Deutschland? Familie Goldsmann lebt in Berlin. Sie sind orthodoxe Juden. Was wissen wir über den jüdischen Glauben? Als erstes habe ich den Stern vor Augen, den David-Stern. Weißt du, doch David-Stern? Ja. Kippa fällt mir als erstes ein. Holocaust natürlich, leider. Das sind ja diese traditionellen Juden, denke ich mir, diese Ringelschwänzchen hier haben. Vielleicht zur Koscher essen. Wir wollen das jüdische Leben kennenlernen. Und Familie Goldsmann. Ich heiße Ikariao und bin 9 Jahre alt. Ich heiße Leonid Goldsmann. Ich bin die Nelly Goldsmann. Ich bin Richenel Goldsmann und 13 Jahre alt. Und das ist meine Schwester Vivia und sie ist 3 Jahre alt. Wir besuchen die Goldsmanns in Berlin. An ihrer Wohnungstür ein erster Hinweis. Hier lebt eine jüdische Familie. Das weiße Kästchen, die Mezuzá, enthält jüdische Gebetstexte. Hinter der Tür viele Geheimnisse. Warum wird der Fernseher verhüllt? Warum gibt es einen speziellen Wasserkocher? Warum zerrissenes Toilettenpapier? Das alles hat mit dem Schabbat zu tun, dem Feiertag. Aber dazu später. Erstmal begleiten wir die Goldsmanns durch den Alltag. Und der ist voller Regeln. 6.30 Uhr. Leonid Goldsmann lebt streng religiös. Er setzt die Kippa auf und kleidet sich traditionell. Nach dem Aufstehen folgt der nächste Schritt in den jüdischen Tag. Hände waschen. Ein wichtiges Ritual. Wir glauben daran, dass die Seele in der Nacht zu Gott kommt. Und wir betrachten das so eine Art ein 60stel des Todes. Und morgens, wenn wir dann halt die Hände waschen, reinigen wir uns davon. Leonid Goldsmann zeigt seinen Glauben auch nach außen. Mit dem langen Bart und dem dunklen Anzug gibt er sich deutlich als Jude zu erkennen. Es ist wichtig, dass man uns als Juden erkennt. Und eine der wichtigsten Kleidung ist dass hier die Schaufäden, die halt seitlich an einem bestimmten Kleidungsstück, was ich halt darunter trage, jetzt habe. Das nennt man Tzitzit. Und daran erkennt man uns auch. Die Schaufäden sollen die Männer an die jüdischen Gebote erinnern. Auch die Kippa auf dem Kopf hat einen religiösen Hintergrund. Männer und Jungen tragen sie als Zeichen von Gottesfurcht und Bescheidenheit. Leonid Goldsmann trägt sogar eine unter seinem Hut. Frauen entscheiden sich zur Hochzeit, ob sie ihre Haare verdecken wollen oder nicht. Die 3-jährige Avivia hat also noch Zeit. Dann das Morgengebet. Mit Gebetsriemen und Kästchen. Fast immer geht Leonid Goldsmann dazu in die Synagoge. Nur selten spricht er es zu Hause. In den Kästchen hier, dort ist das Gebet drin. Und hier sind 4 Kammern. Hier kann man es sehen. 1, 2, 3, 4 ist bei mir auch so. Da sind 4 kleine Gebetsrollen drin. Wir tragen diese Sachen, um immer uns selbst daran zu erinnern, dass es Gott gibt. So wie mit den Schaufäden auch. Das ist so, als wenn man sie Knoten machen würde, um eine Sache nicht zu vergessen. Die Kästchen sind an Riemen befestigt, die um den Arm gewickelt werden. 3-mal beten orthodoxe Juden pro Tag, morgens, mittags und abends. Immer auf Hebräisch und immer in Richtung der Stadt Jerusalem. Die Bewegungen dienen der Konzentration. Dann beginnt für Leonid Goldsmann die Arbeit. Sein Beruf? Maschgiach. Auf Deutsch Koscherinspektor. Zum Beispiel in diesem Hotel kontrolliert er, ob das Buffet den jüdischen Speisegesetzen entspricht. Nach diesen Gesetzen sind Lebensmittel unterteilt in fleischig und milchig. Fleischig und milchig darf man nicht kombinieren. Praktisch heißt das, Pizza mit Käse und Wurst ist verboten. Lasagne verboten. Cheeseburger verboten. Wie kompliziert koscheres Essen tatsächlich ist, zeigt sich schon beim gekochten Frühstücksei. Koscher ist es nur, wenn ein Jude es kocht. Der Trick? Eine Zeitschaltuhr, die Leonid als Jude programmiert hat und so den Eierkocher startet. Es ist ganz wichtig, dass das beim Einschalten, selbst beim Kochen, muss ich mir auch selbst daran erinnern, dass ich Jude bin.
Das ist ganz wichtig. Die Hotelküche ist für Leonid nur Durchgangsstation. Koscher gekocht wird hier nicht. Das Mittagessen für die jüdischen Gäste kommt aus der Truhe, verpackt und versiegelt. Das bedeutet, der Gast bekommt es so, fertig gekocht, und er muss es aufmachen, weil hier steht geschrieben, dass nur vor dem Gast geöffnet werden darf. Koscher ist Fleisch nur dann, wenn es von Tieren kommt, die gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sind, zum Beispiel Kühe, Ziegen und Schafe. Schweine haben zwar auch gespaltene Hufe, sind aber keine Wiederkäuer. Sie sind nicht koscher. Fisch ist nur erlaubt, wenn er Schuppen hat. Karpfen, Forelle und Hering, kein Problem. Garnelen haben keine Schuppen, genau wie Aal und Hai, nicht koscher. Obst und Gemüse sind generell erlaubt, genau wie Getreide. Nicht-jüdische Gäste schauen immer wieder neugierig zum koscheren Buffet im Nebenraum. Aber Fragen stellt leider fast niemand. Die nicht-jüdischen Gäste haben so, die haben, ich weiß es nicht, ich versuche immer mit meiner Ausstrahlung zu zeigen, es gibt keinen Grund, Berührungsängste zu haben. Sie sollen ruhig antreten und sollen fragen. So viel und alles, was sie wollen. Nelly Goldsmann geht vormittags einkaufen. Auch sie muss darauf achten, dass alles koscher ist. Wenn Produkte einen Koscher-Stempel tragen, ist das einfach. Ohne wird es schwieriger. Daher hat Nelly eine Hilfe in gedruckter Form dabei. Ich habe die Möglichkeit, hier reinzuschauen, ja, in die Koscher-Liste. Obwohl Gemüse gegessen werden darf, untersucht Nelly Goldsmann auch hier genau alle Produkte. Insekten dürfen nicht darauf sitzen. Die wären nämlich nicht koscher. Die Söhne sind zu dieser Zeit in der Schule. Rechonel besucht ein jüdisches Gymnasium. Neben Mathe, Deutsch und Englisch steht hier auch Hebräisch und jüdische Religion auf dem Stundenplan. Der 9-jährige Bruder Iki besucht nach der Schule den Jiu-Jitsu-Unterricht. Der einzige Ort, an dem er seine Kippa absetzen darf. Die fliegt sowieso die ganze Zeit runter, dann muss ich sie die ganze Zeit aufheben und es lohnt sich nicht. Er ist der einzige Jude in der Gruppe, in der Kampfsport für Kinder trainiert wird. Die Synagoge, das Herzstück der jüdischen Religion. Im Christentum wäre dieser Ort die Kirche. Zweimal am Tag besucht Leonid Goldsmann die Synagoge. Auch das ist Pflicht. Vorn sitzen die Männer, hinten ist Platz für die Frauen. Für sie ist das Gebet in der Synagoge nicht vorgeschrieben. Für einen jüdischen Gottesdienst braucht man mindestens 10 gläubige Männer. Der Rabbiner, so etwas wie ein Pfarrer, ist einer von ihnen. Aber nicht der Rabbi, sondern der Chazan, der Kantor, gibt im Gottesdienst den Ton an. Einen besonders strengen Verhaltenskodex gibt es nicht. Jeder Mann darf sich beim Gottesdienst frei bewegen. Das ist die Tora. Jede Synagoge hat eine dieser heiligen Schriften. Sie ist handgeschrieben, besteht aus den 5 Büchern Mose und ist die Quelle der 613 jüdischen Ver- und Gebote. Alle 3 Tage wird aus der Tora gelesen. Moses hat das eingeführt. Er sagte, Kinder Israel, ihr habt so eine wichtige Tora von Gott bekommen. Soll nicht bleiben geschlossen im Schrank, soll nicht vorübergehen 3 Tage, ohne dass sie von der Tora vorlesen. Auch die Kinder lernen das Lesen aus der Tora. Es ist Bestandteil der Bar Mitzwa, bei der sie in die jüdische Gemeinde aufgenommen werden. Ähnlich wie die christliche Firmung oder Konfirmation. Es ist sehr schwer, aus der Tora vorzulesen. Aber wenn man das dann am Ende fertig ist, dann ist man auch erleichtert, dass man es bis zum Ende gekriegt hat. Die Synagoge ist nicht nur ein Ort für Gottesdienste. Gläubige sollen hier zusammentreffen. Im Kiddush-Raum wird zum Beispiel gemeinsam der Schabbat gefeiert. Was das ist, erfahren wir noch. Zusätzlich gibt es in der Synagoge auch ein Bad für die rituelle Reinigung, eine sogenannte Mikwe. Nicht weit von der Synagoge entfernt erinnert in Berlin das Holocaust-Mahnmal an die Verfolgung der Juden zur Zeit des Dritten Reichs in Deutschland. Unter den Nationalsozialisten wurden Juden ermordet. Offizielle Zahlen sprechen von 6 Millionen Juden, die dem Holocaust zum Opfer fielen.
Auch heute noch werden Angriffe auf jüdische Einrichtungen befürchtet. Schulen und Synagogen werden deshalb polizeilich bewacht. Seit den 50er Jahren, seit es in der Kölner Synagoge Schmierereien an den Türen gab, mit Hakenkreuzen, hat der Staat einfach die Polizisten vor allen Synagogen hingestellt. Und das gehört einfach zum Bild. Das ist einfach zur Abschreckung. Aber das Gefühl, dass wir Sicherheit haben, ist in erster Linie, das finde ich, sehr gut. Die Juden gehören zu Deutschland. Und wir gehören einfach zu diesem Land, so wie der Deutsche halt nach Deutschland gehört. Weltweit gibt es etwa 13,8 Millionen Juden. Rund die Hälfte von ihnen lebt in Israel. An zweiter Stelle stehen die USA. Nicht alle Juden richten sich so streng nach den religiösen Gesetzen wie die Familie Goltzmann. In Deutschland leben mehr als 100.000 Juden, Tendenz steigend. Es ist nicht einfach, die strengen jüdischen Gesetze im Alltag zu leben. In der Küche der Goltzmanns stehen zwei Kühlschränke. Einer für milchige, der andere für fleischige Lebensmittel. Und einmal die Schublade mit dem milchigen Besteck. Darunter haben wir das fleischige Besteck. Geschirr, auch unterteilt in fleischig und milchig. Wie auch Töpfe in einem Schrank. Das wäre für Salate neutral. Milchig und fleischige Töpfe. Eigentlich müsste es auch zwei Backöfen geben. Der Backofen lässt sich kaschern. Das geht so, dass man den Backofen erstmal reinigt, gründlich reinigt und dann für circa eine Stunde in voller Hitze anlässt. Heute bereiten Goltzmanns den Schabbat vor. Dieser Wasserkocher spielt eine wichtige Rolle. Er kann Wasser über Tage hinweg heiß halten, hat extra einen Schabbatschalter. Denn am Schabbat darf man kein Wasser kochen. Was genau bedeutet Schabbat? Wer hat davon schon mal gehört? Das ist doch jüdisch, das ist doch freitags, oder? Alle müssen zu Hause bleiben und müssen alle Lichter ausmachen. Ein jüdischer Feiertag. Das stimmt. Der Schabbat ist ein wöchentlicher jüdischer Feiertag. Er beginnt mit der Abenddämmerung am Freitag und endet mit der Abenddämmerung am Samstag. Nach jüdischem Kalender haben wir das Jahr 5773. Der Grund? Die Zeitrechnung beginnt bei den Juden mit der biblischen Schöpfung und nicht mit der Geburt von Jesus. So kommt es, dass ein besonders wichtiges Fest der Christen bei den Juden keine Rolle spielt. Weihnachten gibt es nicht. Im Winter feiern die Juden Chanukka, 8 Tage lang. Dafür gibt es den Chanukka-Leuchter. Jeden Tag wird eine Kerze entzündet. Das ist die Zeit der Geschenke. Der Schabbat hingegen findet jede Woche statt. Traditionell gibt es Freitagabend das Schabbatessen. Der Schabbat ist ein bisschen wie unser Sonntag, nur mit viel strengeren Regeln. Wenn Schabbat begonnen hat, wird keine Elektrizität angefasst, kein Feuer gemacht, nichts, was mit Arbeit verbunden wird. Aber wie kann man mit diesen Regeln leben? Wasser kochen, verboten. Autofahren, verboten. Schreiben und Fernsehen, beides verboten. Kreative Arbeit, verboten. Auch Lichtschalter benutzen und telefonieren, verboten. Ich muss mich manchmal zusammenreißen, wenn es zum Beispiel irgendwie etwas mit dem Handy zu tun hat, wenn es klingelt und ich darf nicht rangehen. Deshalb ist es notwendig, den Schabbat jede Woche vorzubereiten. Zum Beispiel die Beleuchtung im Bad. Oder? Das ist das Schabbatpapier. Wir reißen das vor Schabbat auf, weil das Reißen ist nicht erlaubt. Ja, das ist auch eine von den 39 Gesetzen. Das machen die Kinder ganz gerne. Die lieben eine ganze Klorolle und reißen es vor Schabbat auf, packen es dann dahin und die Sache ist gesichert, sozusagen. Auch die Schabbatkerzen müssen noch vor Dämmerung angezündet werden. Traditionell ist dies Aufgabe der Frauen. Amen.
Das Schabbatessen findet traditionell im Rahmen der Familie statt. Oder man trifft sich mit Freunden und Bekannten, um den Feiertag willkommen zu heißen. Diese Szenen sind nachgestellt. Am Tag selbst darf nicht gefilmt werden. Zu essen gibt es das traditionelle Schabbatbrot, die Challah. Danach folgen Fisch, Suppe und Fleisch. Ihr Glaube ist den Goldsmanns wichtig, Toleranz aber auch. Ich finde es einfach dumm, sich zu streiten, weil sein Glaube besser ist oder sein Glaube schöner ist als der meinige. Ich bin der Meinung, genug Respekt, Toleranz, mehr zuhören, bringt den Frieden. Eine Meinung, die wir teilen. Und ganz so geheimnisvoll sind unsere jüdischen Nachbarn jetzt nicht mehr. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.